Kommunalwahl 2020 bei Report K, Kölns Internetzeitung. Heute zu Gast Denise AB von den Grünen. Sie kandidiert für einen Sitz im Kölner Stadtrat in den Bezirken Ossendorf und Bickendorf. Herzlich willkommen, Frau AB. Hallo. Frau AB, ich würde Sie bitten, sich erst einmal kurz vorzustellen für unsere Leserinnen und Leser. Ja, mein Name ist Denise AB. Ich bin 34 Jahre alt, wohne hier in Köln-Ehrenfeld. Ich bin studierte Politikwissenschaftlerin, habe das in Bonn studiert und bin beruflich tätig als Fraktionsgeschäftsführerin in Remscheid. Mhm. Da haben Sie jetzt schon so ein bisschen den Übergang geschaffen. Seit wann sind Sie denn politisch aktiv bei den Grünen, beziehungsweise dass Sie jetzt Kommunalpolitik machen möchten? Okay, also politisch bei den Grünen aktiv bin ich seit 2009. Ich bin während des Studiums eingetreten, damals in der Grünen Jugend in Bonn, dort wo ich studiert habe. Genau, 2010 bin ich nach Köln gezogen und seitdem auf Parteiebene aktiv hier in Köln. Ja, und dann bin ich eigentlich durch Zufall auch beruflich bei den Grünen in Remscheid gelandet, mache da Kommunalpolitik und das hat mich dann halt dazu motiviert, auch in der Stadt, in der ich lebe, kommunalpolitisch aktiv zu werden. Deswegen kandidiere ich jetzt dieses Jahr hier in Köln. Ja, wunderbar. Lassen Sie uns doch mal kurz auf Ihre Wahlbezirke eingehen, auf Ossendorf und Bickendorf. Wenn Sie am 13. September in den Rat gewählt werden würden, was möchten Sie für die Wahlbezirke erreichen? Ja, also das sind natürlich Bezirke, wo es um unterschiedliche Problemfelder gibt, was auf jeden Fall für den Bezirk trifft, dass es eigentlich ein sehr gutes soziales Gefüge und Miteinander gibt, dass es auch viel Grün gibt. Und auch wie überall in Köln besteht da natürlich auch die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Also dass es wichtig ist, dass auch sich alle Menschen dort noch eine Wohnung, einen Wohnplatz leisten können. Ja. Und da sehe ich halt da auch eine große Herausforderung, dass man halt eben das Grün im Bezirk erhält und auch gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum schafft. Was ich auch sehr wichtig finde, das sieht man gerade so in diesen Neubaubezirken in Ossendorf und um den IKEA, dass es da auch so ein bisschen an Infrastruktur fehlt. Also der typische Kiosk ist da nicht überall um die Ecke und das ist ja auch noch so eine Sache, wo ich sehr gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen wollte, was da so die Nachfrage ist, was sie sich wünschen und auch was verkehrliche Anbindungen angeht, Supermärkte, das sind so Sachen, die mir sehr wichtig sind für den Bezirk und einfach, dass die Lebensqualität dort so erhalten bleibt, wie sie ist. Also bei dem Infrastruktur muss ich jetzt nochmal kurz, will ich nochmal kurz einhaken, weil ich am Anfang, Infrastruktur ist für mich immer im ersten Moment Straße und Verkehr, das hatten Sie danach jetzt also auch noch gesagt, dass die verkehrliche Anbindung für Auto oder auch für Rad, wie ist das? Also ich meinte jetzt von einem natürliche Bahnanbindung. Aha, sehen Sie. Also da fährt jetzt, man weiß das ja, da fährt die 5, die fährt glaube ich alle 15 Minuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange sie bis in den Abend reinfährt, also das da. Und es sind einfach viele Leute da aufs Auto angewiesen. Und als Grüne ist mir natürlich wichtig, dass alle Bezirke nicht nur mit dem Auto angebunden sind, sondern eben auch mit dem Nahverkehr und natürlich mit guten Fuß- und Radwegen ausgestattet sind. Okay, sehr schön. Wo sehen Sie denn Ihre fachpolitischen Schwerpunkte? Also meine fachpolitischen Schwerpunkte sind im Bereich Klima und Umwelt. Ich bin hier in Köln auch lange Jahre Sprecherin vom Arbeitskreis Klima und Umwelt auf Parteiebene und da sehe ich auch eben meine thematischen Schwerpunkte. Mhm. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel geben oder auch zwei, was da noch passieren muss und was da vielleicht gut läuft, was da schlecht läuft? Ja, also die Hauptherausforderung ist ja, das steht auch in unserem Kommunalwahlprogramm, dass Köln bis 2035 klimaneutral werden muss. Und dafür bedarf es natürlich vieler Maßnahmen, konsequenter Maßnahmen. Wir müssen uns eben dafür einsetzen, dass die bisherigen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und halt auch die Konzepte, die es schon gibt, umgesetzt werden und auch fortgeschrieben werden. Außerdem sehe ich Klimaschutz als Querschnittsthema. Also es sind natürlich einerseits die klassischen Energiethemen. Also wir brauchen ganz dringend eine Photovoltaik-Offensive. Wer wäre da gefordert? Die Rheinenergie vielleicht auch? Rheinenergie umbauen oder sind das eher... Die Privatleute. Man kann auch auf die Rheinenergie hinwirken, aber auch als Kommune kann man natürlich über Förderprogramme oder über Regelungen in Bebauungsplänen darauf hinwirken, dass da gefördert wird und natürlich auch bei den eigenen Gebäuden. Okay. Sie hatten eben schon mal kurz angesprochen, ÖPNV ausbauen. Ist das auch so ein Punkt? Also in Ossendorf, Bickendorf, in den Wahlbezirken auf jeden Fall für die bessere Anbindung, aber auch vielleicht im Klima, Zusammenhang hatten Sie auch gerade schon gesagt.
Wie viel würde denn bei Ihnen der ÖPNV kosten? Wir haben schon so ein paar Mal 365 Euro, nicht Grad, Euro-Ticket. Manche möchten es ganz kostenlos. Wie viel kostet der ÖPNV bei Ihnen? Also ich bin auch eine große Verfechterin des 1-Euro-Tickets, eben diese 365 Euro im Jahr. Und das wäre natürlich toll, wenn man das irgendwie langfristig, kurzfristig, mittelfristig umsetzen könnte. Also das finde ich ein tolles Konzept. Okay. Also Solaranlagen, da sind sowohl reine Energie gefordert, als aber auch die Förderung der Stadt. Mhm. Das war nochmal so ein Punkt, ne? Im Ossendorf, Bickendorf treten Sie jetzt an. Wie sehen Sie denn da Ihre Chancen? Insbesondere wenn man darüber denkt, dass Sie gegen Herrn Krohn von der SPD antritt, seit vielen Jahren im Kölner Stadtrat. Ist es da jetzt endlich Zeit für eine Ablösung oder wie sehen Sie da die Chancen? Also natürlich, ich weiß, dass Bickendorf, Ossendorf eine SPD-Hochburg ist. Mhm. Und mit Herrn Krohn habe ich natürlich ein SPD-Urgestein, einen starken Konkurrenten. Aber wenn man sich die Ergebnisse der Europawahl anguckt, dann sieht man halt, dass die Potenziale im Bezirk da sind. Da waren wir in fast allen Stimmbezirken die stärkste Kraft. Und das ist natürlich jetzt mein Ziel, da auch bei der diesjährigen Kommunalwahl ein starkes Ergebnis zu ziehen. Und dann werden wir mal gucken, ob ich gegen Herrn Krohn gewinnen kann oder nicht. Aber die Konkurrenz, die ist mir deutlich bewusst, ja. Sie sind wenigstens, muss man sagen, keine komplette Neueinsteigerin. Dadurch, dass Sie in Remscheid eben auch schon kommunalpolitische Erfahrungen haben, denke ich mal, da bringen Sie schon etwas mit, oder? Ja, also ich bringe auf jeden Fall kommunalpolitische Erfahrungen mit und bin jetzt natürlich auch hier in Köln auf Parteiebene lange engagiert und ja, und freue mich oder hoffe jetzt hier auch in Köln dann auch wirklich kommunalpolitisch was bewirken zu können. Sehr schön. Dann danke ich ganz herzlich Denise AB von den Grünen, dass Sie heute hier gewesen sind und uns Ihre Konzepte und Ideen so ein bisschen vorgestellt haben. Wir wünschen Ihnen einen spannenden Wahlkampf und sagen vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch.